Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Modus werde ich euch ein paar Sachen über das neue Update erzählen, das jetzt am Dienstag oder Mittwoch reinkommt. Normalerweise war es ja nicht immer so, dass die kleineren Updates am Mittwoch reinkamen und dass die größeren Updates am Dienstag reinkommen. Da das jetzt wieder ein größeres Update sein sollte, weil es letztes Jahr ein kleines Update war, sollte es definitiv eigentlich am Dienstag kommen. Kann sich natürlich immer ändern. Ist natürlich nicht ganz sicher. Wir haben auch heute wieder ein paar nette Skins hier im Shop. Zum Beispiel auch das Endlosrad-Emote. Auf jeden Fall ganz witzig. Und ich würde sagen, ich springe jetzt in eine Runde rein und werde euch dort dann ein paar Sachen erzählen. Bevor ich allerdings das mache, werde ich euch natürlich hier schon mal das Teaser-Bild zeigen, nämlich der heiße Sohle Limited Time Mode. Der wird als erstes reinkommen und ja, dann sehen wir uns gleich in der Runde. Jetzt einmal nach Tomato Temple runter und heute ist auch der letzte Tag jetzt für den Gauntlet-Modus. Kann natürlich sein, dass es nach dem Update wieder neue Termine dafür gibt, aber beziehungsweise morgen bis 1 Uhr ist die letzte Chance, das zu spielen. Und in diesem heiße Solo-Modus, oder im Englischen einfach The Floor is Lava, Limited Time Mode, stand zumindest im Text drin, dass man sich irgendwie High Ground schnappen soll, um der Lava zu entkommen. Deshalb gehe ich davon aus, dass irgendwie vom Boden die Lava aufsteigt. Und ich denke, es wird doch so etwas wie Grappler und Impulsgranaten aller Art geben. Und auch in häufigerer Form. Da das ja ganz gut damit zusammenpasst, wenn man sich irgendwo entlanghangeln muss, sollte das ja ganz gut möglich sein. Kann auch gut sein, dass man ordentlich Materialien hat. Um dann auch nochmal zusätzlich besser von der Lava escapen zu können. Sonst sind eigentlich noch keine weiteren Sachen direkt bekannt, die mit dem Update reinkommen könnten. Allerdings wird natürlich der Limited Time Mode höchstwahrscheinlich nicht das einzigste sein, was mit dem Update reinkommen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel das Infanteriegewehr reinkommt oder auch die exklusive Armbrust, die ja oder exklusive Bogen, den man ja auch schon am Ladebildschirm sehen kann. So etwas könnte definitiv reinkommen. Das weiß man natürlich nicht. Und da gibt es auch eigentlich keine Teaser zurzeit. Ansonsten wartet ja kein neues Fahrzeug auf uns. Hoffentlich gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal wieder Map-Updates, weil jetzt bisher in der Season wirklich nichts passiert ist. Oder eventuell auch Ankündigungen auf ein neues Live-Event. Wäre auf jeden Fall nice. Wahrscheinlich muss das ja irgendetwas mit Vulkan zu tun haben. Aber dass sich auch generell so etwas auf der Map updatet, weil diese Season wirklich noch nichts passiert ist. Ja. Ist irgendwie ein bisschen schade eigentlich, dass das nicht so ist. Ein bisschen ähnlich wie in Season 5. Da war es das Gleiche. Alter. Alter. Der war aber in einer anderen Welt. So einer ganz anderen Welt. Weißt du, was so eine Mission war? Und vor allen Dingen, ich habe ja jetzt schon 7 Punkte die Runde gestartet. Und dass das überhaupt so weit schafft. Gut. Weil hier nach Tomato Temple geht normalerweise auch kein besserer Spieler, obwohl hier eigentlich so guter Loot ist. Trotzdem gehen die meisten hier nicht hin. Man hat nun mal auch keinen Startnamen. Und es ist auch sehr versteckt. Dadurch denke ich mal, dass jetzt nicht jeder unbedingt hier hingeht. Ja.
Mit den Rissen könnte ja auch noch eigentlich etwas passieren, weil die jetzt ja so da sind, aber im Prinzip ist nichts weiteres passiert. An denen sind Geysire entstanden mit der Season. Der Vulkan ist im Prinzip der Ursprungspunkt von dem Ganzen. Aber irgendwie so etwas noch drumherum ist da eigentlich nicht mit den Rissen passiert. Deshalb könnte es auch ganz gut sein, dass wir damit noch etwas erwarten können. Es kann ja auch gut sein, dass mit dem Limited Time Mode irgendwie ein Live-Event zusammenhängt. Oder irgendwie, dass sozusagen mit dem Limited Time Mode so ein bisschen das Live-Event direkt inbegriffen ist. Das heißt, dass man irgendwie dann, dass die Lava dann hochsteigt und eben halt, dass so ein Teil der Story ist, die Lava wird stärker, etc. Kann auch gut sein. Ja. War da denn Lava? Krass ist hier rüber zu gehen. So. Hier sind aber immer schön die Geysire. Fahre ich hier nochmal den Baum kurz ab. Ich denke mal, dass eventuell auch das Gebäude in Tilted Towers fertig wird oder annähernd fertig. Weil es ja jetzt schon eigentlich ganz schön weit ist. Fehlt im Prinzip nur noch die Innenausrichtung. Sonst werden ja wahrscheinlich auch wieder neue Spieldateien, die auf dem Live-Event hindeuten, ne? Im Update reinkommen. Wirklich allzu viel weiß man darüber noch nicht. Ich kann mir auf jeden Fall den Limited Time Mode ganz lustig vorstellen. Wo war jetzt der Gegner? Weil es immer doch mal wieder etwas Neues ist, eben so wie am Anfang auch der Raubzug etwas, der Raubzugmodus etwas extrem Neues war, was ja so bisher noch nicht gab. Deshalb finde ich das auch eigentlich immer ganz cool, wenn so etwas reinkommt. Eventuell neue Event-Modis mit neuen Modifizierungen könnte natürlich auch immer gut sein. Ich glaube, dann sind auch noch ein paar Gegner. Zwei Hits habe ich schon verteilt, aber mehr auch noch nicht. Da ist der eine zumindest schon mal down. Noch mit zwei Hits. Perfekt. Ah ja. Glaube, der wird immer noch abgeschossen. Der eine ist immer noch da unten.
sehr schön. Ja. Wirklich viel wissen wir zum Update noch nicht, bis eben halt auf dem neuen Limited Time Mode. Aber ja, storytechnisch wird wahrscheinlich dann irgendwann noch wieder weitergehen müssen. Ich meine, die werden sich da schon einen Plan gemacht haben, dass er jetzt so hinkommt. Ich fände dann wieder ganz schön, wenn in der oberen linken Ecke irgendetwas passieren würde. Mein Jug Junction Pleasant Park ist ja nichts. Und da ist auch seit langem nichts mehr passiert. Gleich auch wieder noch 15 Leute. Wenn jetzt nichts Cooles noch mal in der Runde passiert, dann war es das auf jeden Fall mit dem Video. Lasst doch gerne auch dann ein Abo und ein Like da, wenn euch der Content hier auf dem Kanal gefällt. Und dann, wenn hier wirklich nichts mehr passiert, da hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.